In diesem Video will ich dir einmal zeigen, wie du in Photoshop bildübergreifend quasi retuschieren kannst. Also wie du zum Beispiel mit dem Kopierstempel was aus einem Bild in das andere Bild mit rübernehmen kannst, ohne dass du die Bilder irgendwie in eine Datei zusammenführst. Und es kann durchaus mal praktisch sein, denn man muss ja nicht immer gleich zwei Dateien zusammenfügen, nur weil man ein kleines Element aus einer Datei irgendwie braucht. Also ich habe hier einmal zwei Bilder. Und wenn ich jetzt diesen Vordergrund, ja, also diese dunklen Blätter quasi hier mit rein haben möchte, dann wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt die ganze Datei und verschiebe die einmal in das Bild rein, würde jetzt eine Maske machen, nehme mir den Pinsel und würde mit weißer Farbe jetzt quasi diesen Bereich dann in das Bild einmaskieren. Und so würde ich quasi mehr Tiefe ins Bild kriegen, weil ich halt unterschiedliche Schärfeebenen habe. Ob das jetzt so stimmt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wie man das ganz einfach bewerkstelligen kann, ohne dass ich diese Datei jetzt hier reinziehe, will ich dir einmal zeigen. Und das ist denkbar einfach, wenn ich mir jetzt die beiden Bilder einmal nebeneinander stelle. Und jetzt hier mal ein bisschen rauszoome. An dieser Stelle mal einen kleinen Tipp. Das, was ich gerade gemacht habe, ich habe zwei Bilder offen und lasse mir beide nebeneinander darstellen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, das eine Bild rein und raus zu zoomen, so wie du es kennst. Also ich drücke hier in dem Fall die Alt- und die Leertaste und kann jetzt hier mit diesem dynamischen Zoom rein und raus zoomen. Wenn ich jetzt zusätzlich zu diesen beiden Tasten, also die Alt- und die Leertaste, noch die Shift-Taste drücke, dann bezieht sich das Zoomen auf alle Bilder, die ich offen habe. Ja? Also so kann ich jetzt durch alle Bilder gleichzeitig navigieren. Und das funktioniert nicht nur mit dem Zoomen, sondern auch mit dem Navigieren. Wenn ich jetzt die Alt-Taste loslasse, dann bekomme ich ja das Handwerkzeug. Ja, also mit der Leertaste bekomme ich das Handwerkzeug und kann hier nach links und rechts verschieben. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste noch dazu gedrückt halte, dann verschiebe ich quasi ja, den Bereich in allen Bildern. Ja, das nur mal so kurz nebenbei. So, aber jetzt bringen wir mal diesen Teil in dieses Bild. Und das ist wie gesagt denkbar einfach. Ich lege mir hier in meinem Bild eine neue Ebene an, gehe auf das Bild, wo ich den Bereich rauskopieren möchte. Und jetzt nehme ich mir den Kopierstempel und setze einmal eine Markierung, beispielsweise hier ganz links oben. Und zwar nehme ich hier jetzt die Quelle auf. Und die Quelle, die ist ja jetzt hier gespeichert. Wir sehen das hier. Jetzt gehe ich in mein eigentliches Bild, wo das rein soll. Und kann das jetzt hier ganz einfach reinkopieren. Ja, also die gleiche Arbeitsweise mit dem Kopierstempel, wie du es eigentlich kennst, wenn du den Kopierstempel in deinem eigentlichen Bild anwendest, funktioniert das halt auch bildübergreifend. Das heißt, ich nehme hier in dem einen Bild die Quelle auf und kopiere mir das in das andere Bild hinein. Und das ist beispielsweise ein ganz einfacher Weg, eine ganz einfache Methode, bildübergreifend zu retuschieren, denn wie gesagt, es macht nicht immer Sinn, mehrere Bilder, also mehrere Ebenen, mehrere Bilder zusammenzufügen, um dort einzelnen Elementen irgendwie auszumaskieren, erhöht manchmal unnötig einfach die Dateigröße und über diese Methode kannst du oftmals deine Dateigröße einfach ziemlich reduzieren. Das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Vielleicht bringt dir das ja irgendwas, vielleicht kannst du damit ja arbeiten, vielleicht brauchst du das mal. Funktioniert übrigens nicht nur mit dem Kopierstempel, sondern auch mit dem Reparaturwerkzeug beispielsweise, also mit dem Reparaturpinsel. Und probier es einfach mal aus, guck, ob du es irgendwie mal gebrauchen kannst und du weißt, dass es funktioniert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich darauf und bis dann. Ciao.